Leute, gebt euch mal diesen schönen, schönen Sonnenuntergang. Es ist, was ist heute für ein Tag? Es ist Montag und wenn ihr jetzt das Video seht, dann bin ich wahrscheinlich schon wieder in Deutschland. Ihr lasst jetzt doch gerne mal ein Like bei diesem Kanal, da schaffen wir heute 100 Likes. Und lasst gerne ein Abo da bei diesem Kanal, Leute. Und heute geht es mal wieder um Essen. Einige Videos gingen nicht um Essen, wir haben Städte gezeigt und heute zeige ich euch mal für mich die besten Tacos hier in meiner Stadt in Querétaro. Für mich höchstpersönlich die besten Tacos. Und zwar heißen die Tacos El Fleiß hier in Querétaro. Ja? Und das Heftigste ist, dass der Senior hier, der bereitet jetzt das Essen vor. Wir machen gleich mal den Blitz auch an. Ich finde es so heftig, Leute, dass er einfach mal sein Zuhause, müsst ihr euch überlegen, ja? Der Senior wohnt hier, ja? Und das ist sein Job. Er macht den Laden, er hat auf von Montag bis Samstag. Jetzt um 20 Uhr, ich bin immer schon richtig hungrig, ich gehe in Deutschland richtig früh essen. Von 20 Uhr bis, wie lange hat er offen? Bis 2 Uhr nachts, jeden Tag. Der Senior hier wollte unbedingt, hat immer gesagt, komm, mach doch mal ein Video hier. Zeig doch mal hier ein Video. Und ich kann euch echt sagen, er macht die besten Tacos. Ich habe jetzt mal das Licht angemacht. Für mich die besten Tacos in Querétaro. Und was ich halt hier das Krasseste finde, wir sind hier nicht irgendwo im Restaurant. Leute, das ist sein Zuhause. Ja, gebt euch mal. Er wohnt hier, das ist sein Zuhause und die Tacos bietet er an. Wir haben einmal Tacos hier, Bistec, Chorizo, Campechano, ja, für 15 Pesos. 15 Pesos sind unter 1 Euro. Ja, 15 Pesos sind ungefähr 50 Cent. Hier ist mexikanische TV und er, also das ist sein Zuhause, Leute. Ja, das ist sein Zuhause. Ja, und heute dachte ich mir mal, ich würde auch mal ans Handwerk greifen und meine eigenen Tacos machen. Wir gehen aber nochmal raus, weil das Licht hier besser ist. Wir starten gleich, Leute, ja, aber wir lassen ihn erstmal das Ganze hier vorbereiten, ja. Und dann machen wir unsere eigenen Tacos und ich sag's euch, die Tacos sind wirklich, wirklich gut. Und ich habe ihm gesagt, ich komme um 7.30 Uhr, weil um 20 Uhr geht hier die Sonne unter. Und heute, Leute, wir wollen noch mal ein bisschen auf jeden Fall hier das schöne Licht mitnehmen, ja. Also, Family Business hier. Hier ist auch die Straße. Ich glaube nicht, dass ihr herkommt, aber falls ihr mal herkommt, dann checkt das Ganze auf jeden Fall mal ab. Wir machen auch nochmal einen Drohnenshot, ja? Also Leute, richtig geiler Laden. Er bereitet gerade hier auch schon, gebt euch mal, das ist die Soße, mit der er das Fleisch einlegt, ja? Mit dieser Soße wird das Fleisch eingelegt vom Senior. Zeige ich euch jetzt mal. So schaut es hier aus, Leute. Heftig. Dies ist Porco, sí, Senior. Also, in Mexiko, ja, in Mexiko wird immer viel mit Schweinefleisch gemacht, ja. Ich bin kein Freund von Schweinefleisch, Leute, ja. Nicht so schlimm, aber in Mexiko ist Schweinefleisch die Nummer 1. Warum? Es ist günstig und in Mexiko ist es nicht so wie bei uns. Viele Leute haben einfach kein Geld, deswegen wird halt hier Schweinefleisch gegessen, weil es einfach das günstigste halt ist so, ja. Hat nicht bei mir religiöse Gründe, aber ich finde halt wirklich Schweinefleisch auch in Deutschland nicht so gut. Ich bin nicht so ein Freund von Schweinefleisch, ja. Also. Deswegen passt auf, wenn ihr nach Mexiko kommt, was ihr isst, weil Bistec kann nämlich auch manchmal Rindfleisch sein, Senior. Ja, mhm. Richtig lecker. Schaut mal, so macht ihr das. Mit der Soße sagt ihr nicht, was es ist. Dies ist vom Familia Rezepta. Sie? Familia Rezepta vom Taco El Fleiß. Und ich kann euch sagen, Leute, die Soße ist auch ein bisschen scharf. Wir probieren sie gleich mal. Wir werden die gleich mal probieren. Gebt euch mal. Wow, Leute. Wow. Sehr, 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 sehr nice. Und hinten macht die Frau, wie ihr mal sehen könnt, hinten geht es dann bei der Frau weiter. Ja, also ich finde das so geil hier auch mit, die sind sehr, sehr gläubig hier, wie ihr sehen könnt. Ich feiere das sowas, ich finde das richtig nice, ja. Wie die Familie es macht, it's nice Familia Business, Senior, you know. In Alemania ist muy diferente. In Alemania ist nur Familia Business, Senior. In Alemania ist gerade like Taco El Fleiß similar, you know. Just McDonald's Industry und hier wird das alles selber gemacht, ja. Ich schicke Ihnen auch das Video und wir starten dann nochmal die Drohne von oben, ja. Werden wir auch noch machen. What is this, Senior? Dies ist Suadero. Suadero. Suadero ist auch also Porco, sie? Also Porco, Senior. Ah, Leute. Ist, Res ist Beef. Beef, ah. Warum sollte ich das nicht essen? Aber ich finde halt, ist ein bisschen fettig. Mir schmeckt Fett nicht so ganz gut, ja. Deswegen, ich finde diese, also das macht der echt lecker. Buenas tardes. Buenas tardes. Ja, Leute. Was würdet ihr sagen, wenn ich hier mal stehen würde? Ich mache dann auch gleich mal die Tacos hier. Das müsst ihr euch überlegen, ob das in Deutschland erlaubt wäre, weiß ich nicht. Hier, das wird hier angemacht. Mit Gas. Ja. Und so schaut es aus. Also so viel Arbeit steckt da gar nicht dahinter. Der macht es jetzt fertig, eine Stunde vorher. Ja, und dann wird es hier vorbereitet. Ja, und hier könnt ihr euch dann hinsetzen. Feier ich sehr den Laden. Feier ich sehr. Mit seiner Frau hier, der Senora.
La col que preparamos. Ah, schaut mal. También la col, la salsa. Wow. Aha. Leute, das ist, ich feiere das. Ich gebe Ihnen auch lieber mehr das Geld, weil schaut mal, der ist mit seiner, er ist mit seiner Familie her, ja, ist ein Business. Und ich gebe Ihnen lieber das Geld als jetzt jemand anderem, muss ich sagen. So, weil, schaut mal an, so, ich unterstütze ihn, weil ich weiß, wo das Geld hingeht. Der hat auch eine wundervolle Tochter und sonst was. Da gebe ich das echt lieber mehr. Ich hoffe, die haben jetzt kein Problem mit mexikanischem TV, aber sollte kein Stress sein. Also, wir lassen den Senior mal arbeiten jetzt hier und dann versuchen wir uns mal an die Grillplatte ranzumachen. Da freue ich mich schon besonders drauf, ja, wie das Ganze ausschaut, wie wir es machen. Also, Tacos el Fleiß, falls ihr mal hier in Querétaro seid, dann schaut vorbei. 10% Discount, Leute. Ja? Hola, hola. Ah, hola, Senora. Ja, yes, Senor, wow, ist das nice? Es que está haciendo video para Alemania. Lo van a ver en Alemania, ¿verdad? I sent you the link, señor. Schaut mal. Richtig oldschool, ja? Und es wird richtig warm. Ja, das wird richtig warm gemacht. Und ich zeige euch dann gleich mal, wie der Señor hier die Tacos macht. Ich kann es kaum erwarten. Und es wird auch schon langsam ins Dunkel. Und könnt ihr das da drüben hören? Das ist so heftig. Seht ihr das? Das ist einmal ein Papagei. Ja? Und der spricht die ganze Zeit mit sich selber. Hört ihr das? Ich dachte wirklich am Anfang, ey, irgendjemand braucht Hilfe. Leute, das ist ein Papagei so, ja? Ja, Leute, und ihr seht, in Mexiko gibt es noch reichlich Öl, ja? In Alemania, we don't have this anymore. In Alemania, this is like mucho dinero. Mucho dinero. This is the gold. This is the new gold in Alemania. Señor. Sí, de hecho, usamos manteca. Because this is because Pero of... No tenemos manteca, usamos aceite, ¿verdad? Wow. Ich hoffe, ihr habt mich verstanden. Ja, schaut mal. Wow. Ja, so läuft das ab. Schaut mal, ich glaube mal, dieses Ding hier ist echt nicht teuer, das zu kaufen. Ja. Wow, 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 Senor. Wow. Also der knallt ist jetzt hier so rein, ja, erstmal. El olor muy bueno, eh? Wow. It's a really good meat, Senor. It's this meat is mucho gusto. Sí, sí. Wow, Leute, ich will nicht meine Kamera vermachen, aber ihr seht's. Ja, sehr, 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 sehr nice. Ah, no problema. No problema. Signora? So schaut es hier aus, Leute. Und ich bin jetzt auch ein bisschen früher gekommen, wie gesagt, weil der Herr, ich will ja nicht seine Kunden und so stören hier mit dem Video, aber er wollte ein Video haben, so. Ja, gibt euch mal. Er hat gesagt, ey, komm, machen wir jetzt hier ein geiles Video bei mir zu Hause. Und dann habe ich gesagt, komm, Leute, dann machen wir das, dann sind wir mal nicht so. Dann machen wir mal ein geiles Video sozusagen, ja? Deswegen sind wir da, genau. Also, jetzt packt er hier, also, das ist den ganzen Tag hier eingelegt, ja? Ist auch schon warm. Der schmeckt ja halt auch im Fleisch, deswegen halt, der legt es halt vorher ein, dass das Fleisch schon eine konstante Ding hat, ja? Genau, der packt das jetzt hier raus. Und dann kommt es auch auf die Platte drauf. Na, erstmal hier. Ah, okay, das schauen wir uns auch mal an. Der schneidet jetzt hier erstmal. Ja, gibt euch mal diese Qualität hier. Wow. Wow. It's like steak, Senor. Gibt euch mal das hier. Suadero. Ich mag, also bei mir ist so die Sache, ist ein bisschen fett. You know, suadero looks rico, but me no gusto a las fett. You know, Senor. This I don't like so much, Senor. Okay. The fett, that's why I prefer the different one. You know? Ja, bisschen, ja. So, weil ich feiere nicht das Fett so, bueno, eh? Aber schaut, ja, muy bueno, señor. Muy, like, señor. Good quality, good quality. Heute hat er mal aufgetischt, wa? Also sehr, 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 sehr gut, Leute. Ja. Also, wenn ihr mal in Mexiko seid, Suadero, wie er schon gesagt hat, ist mit, schaut, this I don't like so much, the fat, you know, señor. Eso no te gusta. Te gusta. You also can eat some tacos without it. Ah, sí, sí, sí. But, for me personally, Senor, mir schmeckt es persönlich nicht so, aber der mischt es so, weil ich finde, der Constanta de Fett ist der Constanta of the Taco. See? Mm-hmm. I think, Leute, ich kann Englisch sprechen, ich versuche Ihnen das nur zu erklären. So. Yeah? I think like that the fat make like a bit like the flavor. Mm-hmm. The flavor of the Taco, Senor. Okay. Also das packt jetzt, das hat jetzt mal schön geschnitten. Ihr seht, wie lange das hier dauert, aber er macht es mit Herzen so. Also wenn ich hierher komme, dann seid ihr locker eine Dreiviertelstunde hier, ja. Aber ich feiere das halt auch. Das ist nicht so Massenindustrie halt einfach so, wisst ihr? Mhm. Leute. Ah, und da sind jetzt die Tortillas hier. Da sind hier die Tortillas. Auch richtig lecker, schaut mal. Wow.
Wow. Tortilla. Die sind sehr lecker, Leute. Die sind sehr lecker. Und jetzt könnt ihr jetzt auch mal lernen, wie machen die Mexikaner Tortillas, Leute. Ja? Mhm. Der packt es jetzt gleich mit Öl rein. Ist nicht so wie bei uns. Un poquito más chica que la normalita. Porque ya ves. It's really good, señor. This one's are really, really good. La de los tacos. Wow, it's so impressionante. Und you put a bit oil. So, wir schauen auch mal gleich, wie ihr das macht. So, weil die macht es auch komplett anders hier. Zeige ich euch gleich mal, wie die Tortillas machen. Jetzt nehmt ihr erstmal das rüber. Oh, und ihr macht das richtig. Oh, Leute, ich habe so Hunger. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ja, ist ein bisschen stärker. Und ihr seht, wie sauber das war. Also hier ist wirklich, wird sauber, wird das Ganze sauber gehalten. Ja, ist nicht schmutzig. Genau, jetzt sind wir wieder hier in der Arbeitsplatte angereicht. Das sind übrigens die Tacos, die ich gleich essen werde. Ja, gebt euch mal. Wow, Leute. Wow. Esta Chido, señor. Ja, yeah. Esta Chido. Aha. In der Casa. Aha. De Taquerias. Wow, Leute. Sehr, sehr lecker. 100% caseros. 100% caseros. 100%. Leute, das ist die Street Food Tour. Ich hoffe, euch gefällt es, ja? Wir haben noch nicht mal reingebissen. So wird hier Tacos zubereitet. Ich finde es auch geil. Da könnt ihr mal so sehen, wie die das hier machen. So, weil so ist der nämlich in Mexiko. Nicht irgendwie ein Luxuslokal, Leute. Nee, Leute. So essen die ganzen Mexikaner so. Ja, und ihr seht halt auch im Vergleich zu uns, die Mexikaner, deswegen macht um 20 Uhr auf. Die Leute haben halt jetzt Zeit zu. Die haben in Arbeiten auch gehört. Jetzt haben die Zeit zum Essen so. Ja? Wow. Sehr, sehr lecker. Sehr, sehr lecker ist Esta Chido und Alemán, Senor. Aha, ja? Sehr, sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Ja, schaut mal. Er lernt auch schon Deutsch, wa? Senor, ich hier oben. Taqueria in Alemania. You're gonna earn like a lot of money there. Okay. So with these tacos, really, Senor. Wow. Like. It's a bit different, the kitchen, you know, in Alemania, but you, believe me, you can make a lot of money there. Y esto se te da otra pasadita en la cancha. Schaut mal, der macht das so, ey, das ist wirklich, schau mal, wie Liebe das macht, ne? Und jetzt packt ihr das gleich drauf. So werden hier Tacos gemacht, gebt euch mal. Jetzt packt ihr nämlich die zweite, das Ding wird jetzt hier angepackt, hier unten, wie ihr sehen könnt, ja? Die zweite Sache. Oh, schau mal, frisch. Das ist Cebolla, wow, Leute. Da wird alles frisch gemacht hier, Cilantro. Alles frisch gemacht hier, ne? Und so machen die Tortillas. Ich finde das krass. Warte mal. Nochmal ganz kurz. Schaut mal. Der. Mande. Una tortilla nada más? Okay. Also, er macht mit zwei so Tortillas? Ja, dos, señor. Dos. Alle Rekommendationen, señor. Okay. Ja? Alle Rekommendationen von mir. Oh, schaut euch das mal an. Schaut euch das mal an, Leute. Ja? Wow. Aber das ist richtig heiß. Ist muy caliente, señor. Sí. Ja? Sí, so, sí. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Der packt, schaut mal. Der packt das rein. Zack. Und so wird. Also, kauft euch nicht irgendwelche Tacos beim Edeka oder im Rewe. So werden Tacos hier gemacht. Ja? Schaut euch das an, Leute. Wenn ihr mal Tacos machen wollt. So wird das gemacht. Das ist echt krass. Ich mache auch übrigens in Deutschland daheim Tacos. Mit so einem Pancake-Ding. Ja, mache ich das in Deutschland. Genau, und jetzt packt er das Ganze. Sí, todo con todo, señor. Toro contigo. Y gringa también, ¿verdad? Ah, sí. Schaut mal, jetzt packt er es. Also jetzt erstmal hier warm gemacht auf der. Und jetzt? Wow. Sehr, 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 sehr fresh, Leute. Ja? So schaut es dann aus von draußen. Und jetzt wird es warm gemacht. Ja? Das ist schon heftig. Schaut mal, jetzt macht er es warm und dann bereitet er so die Tacos zu. Ja? Also das ist wirklich krass. Ja? Warten wir es nochmal ab. Sehr, sehr lecker, Leute. Schaut mal. Das sind jetzt Zwiebeln. Die werden jetzt hier auch noch drauf gepackt. Also sehr, sehr lecker, Senor. Sehr, sehr lecker. Wow. Schaut mal, ein bisschen Zack, ein bisschen Fett noch drauf, ne? Der Blitz ist leider ausgegangen gerade, Leute, weil das Handy schon überladen ist. Ja? Macht nichts, ich hoffe, das schaut trotzdem gut aus. Ja? Genau, und jetzt macht ihr die Tacos. Warm machen. Also ihr seht, was da dahinter steckt. Das ist halt echt, also... Das ist schon echt so eine Meisterleistung. Das ist wirklich so eine... Ich weiß nicht, so machen die Tacos so. Man denkt so, Tacos, ah ja, hier Tacos. Aber das ist mit Liebe gemacht, wirklich. Also, Gringas. Ja, Gringas sind für Gringos. Ja, Gringas sind für die... Gringos, die weiblichen Personen. Nee, Spaß, Leute. Why is Gringas in Gringos? What's meaning? Ja. Aber Gringas wird ein bisschen anders gemacht. Ja. Also mit Käse. Ja. Ich esse nicht so Käse. Con queso. Genau, also so macht er das jetzt.
Gebt euch mal, wir sind immer noch dabei, die Tacos zu machen. Ja? Also. Das Servus ist muy doradito, ¿no? Ja, muy doradito, señor. Also, muy dorado means. Oh, ich komme so, mit so vielen Sprachen nicht zurecht. Das heißt sehr knusprig, muy dorado. Ja? Mhm. Sehr knusprig, Leute. Ja? Schau mal, bis die so richtig. Gebt euch mal, so waren die gewesen. Und jetzt sind die schon so in dieser Form. Das ist echt heftig. Und es ist so heiß hier, Leute. Das ist krass heiß hier. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Die Quesadilla zusammengepackt. Ich schäme mich jetzt mal hin, weil es really, really muy caliente, señor. Sí. Ja, muy caliente. Sí. Muss mir auch erstmal einen Schluck Cola gönnen jetzt hier. Erstmal. Ja. Hier wird langsam dunkel hier. In der Neighborhood. Schaut mal. Und das Krasse ist, hier vorne ist die Hauptstraße. Ja, von den Laden. Und trotzdem kommen da Leute zu denen. So. Das ist echt krass. Ja. So, und jetzt, schaut mal. Ja. Er packt die Tacos drauf. Das sind jetzt meine übrigens. Ja. Okay. Packt die drauf und dann packt er noch ein bisschen die Zwiebeln, die angebratenen Zwiebeln. Ja. Und das war's. Jetzt sind die Tacos fertig. Aber Leute, so ganz war das noch nicht. Ich packe nämlich noch ein paar Salsas drauf. Genau. So packt das zusammen. Und so werden die Tacos gemacht. Und dann zeige ich euch jetzt auch gleich mal. Er packt die nochmal hier drauf. Wow, sehr, sehr lecker. Sehr, sehr lecker, Leute. Sehr, sehr lecker. Wow. Ja? Und ich packe mir dann gleich noch ein paar hier Sachen drauf. Ja? Könnt ihr euch mal frei aussuchen, was ihr wollt. Und mit zwei Salzersoßen noch. Leute, das sind jetzt die Tacos hier. Schaut mal. Mach mal kurz mal unter das Licht halten, dass man es auch besser sieht. Und jetzt packe ich da noch Sachen drauf, Leute. Ah, schon mal. Die Senora bringt es auch schon. Richtig lecker. Also, wir packen drauf, Leute. Ich hoffe, mein Licht ist gut. Sorry. Der Blitz ist leider ausgefallen, deswegen sieht man das jetzt nicht so gut. Genau, ich packe das hier drauf, also die Zwiebeln und hier, wie heißt das deutsche Wort dafür? Weiß ich nicht, Leute. Ja? Und dann könnt ihr euch jetzt hier noch ein paar Limetten draufpacken. Limetten müssen sein so, Limetten müssen immer sein für Tacos, Leute. Können wir uns auch mal drei Stück holen, ja? So, gebt euch mal diesen Tacos hier. Wow, Leute. Wow, wow, wow. Also sind wirklich sehr, sehr lecker, ja? Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Und jetzt, schau mal, ich habe ein Handy. Hier. Was jetzt nochmal machen? Die Soße ist richtig scharf. Auch hausgemachtes Rezept. Aber. Oh. Ja. So war es gewesen. Wir packen noch ein bisschen die Soße drauf jetzt hier. Ich habe das andere Handy in die Hand. Und dann lassen wir das Ganze mal probieren. Also, so mache ich meine Tacos. Und was natürlich nicht fehlen darf: hier das hier. Oh, Leute. Und jetzt ist es soweit. Jetzt probieren wir das Ganze und dann war es auch gewesen. Wir probieren die Tacos vom Senior hier. Und ich kann euch echt sagen, gebt euch mal. So schaut es aus und die Tortillas müssen warm sein. Das ist sehr, sehr wichtig. Leute. Wow. Wow, ich bin so hungrig. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie geil diese Soße ist. Es gibt auch eine grüne Soße, aber die rote ist so scharf. Wow. Und das Geile ist ja wirklich, dass diese Tacos, also die Tortillas, richtig knusprig sind, ja? Wow. Leute, absolut testbestanden. Wow. Für mich die besten Tacos in Querétaro, Leute. Ich esse es jetzt mal zu Ende und dann verabschieden wir uns nochmal, okay? Also sehr, sehr lecker. Das war ein weiteres Mexiko-Video gewesen. Jetzt nochmal die Bitte an euch, was wollt ihr aus Mexiko hören? Dann kann ich euch vielleicht nochmal ein paar Geschichten oder sowas erzählen. Was mir widerfahren ist, wie ich zum Beispiel überfallen worden bin oder Geschichte in Tepito. Egal was ihr wollt, lasst es mich gerne mal in die Kommentare wissen. Und nochmal vielen Dank an den Herrn Senioren von Taco El Fleiß, war richtig, richtig lecker. Mucho gracias, Senior. Nos vemos pronto en Alemania. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video, Leute. Haut rein.